Fragen wir dann nach in Mainz bei Julia Klöckner, der CDU-Parteivize. Guten Abend, Frau Klöckner. Hallo, guten Abend. Frau Klöckner, Sie sagen, Ihr Herz schlägt für Grün, Ihr Hirn sagt eher Rot. In Sachen Koalition haben Sie ähnlich widerstreitende Gefühle zwischen Kopf und Bauch in der Steuerfrage? Na, da bin ich gut mittig verortet. Und das heißt, dass die Bürgerinnen und Bürger ja mit ihrer Stimme am Wahlsonntag ganz klar die Steuererhöhungspläne von Rot-Grün eben abgewählt haben. Und es ist ja nicht so, dass die Bürger nicht genügend belastet sind. Und deshalb sehe ich auch überhaupt keinen Grund, mit irgendwelchen Steuererhöhungsangeboten in Koalitionsgespräche zu gehen, während Rot und Grün noch gar nicht wissen, ob sie wollen sollen. Aber es ist eine Debatte, die für Sie gefährlich ist. Wolfgang Kubicki hat sofort zugeschlagen. Der wirft Angela Merkel vor, beim Thema Steuern Wahlversprechen so wörtlich atemberaubend schnell zu brechen. Gut, jetzt muss man Herrn Kubicki auch verstehen. Er gehört einer Partei an. Ich bedauere das sehr, dass Sie aus dem Bundestag raus sind. Und da ist zum Teil auch noch ein schlechtes Gefühl nach so einem Tag. Und Angela Merkel hat ja auch ganz deutlich gesagt, dass sie eben nicht für Steuererhöhungen steht. Und es wird jetzt eher darum gehen, wer von den Parteien, das heißt Rot und Grün, überhaupt bereit ist, sich auf Koalitionsgespräche einzulassen. Und Spielchen werden hier auch nicht gutiert von den Bürgerinnen und Bürgern. Die Bürger haben auch nicht jeden Tag Spaß bei der Arbeit. Und es geht ja jetzt nicht nur um Vergnügen. Also Sie sagen keine Steuererhöhungen mit der CDU, wenn ich das richtig verstanden habe. Fühlen Sie sich eigentlich irgendwie unter Zeitdruck gesetzt? Weil SPD und Grüne, die haben ja irgendwie anscheinend alle Zeit der Welt. Also den Zeitdruck, den ich verspürt habe, war nur in Ihrem Sender, weil wir jetzt auf Sendung gegangen sind. Ansonsten liegt in der Ruhe die Kraft und vor allen Dingen geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Das, was wir wissen aus den Erfahrungen von Koalitionsverhandlungen, ist, dass man weniger Prüfaufträge mit aufnimmt, sondern sich klar einigt, wo man auch hin will. Und ich glaube eher, dass der Druck auf den Verweigerern nachher liegen wird. Denn die Bürgerinnen und Bürger sind zur Wahlurne gegangen. Jetzt liegt der Ball bei der Politik. Und wenn Rot und Grün sich verweigern, sieht das nicht nach staatspolitischer Pflicht aus, sondern nach Parteitaktik. Aber in der Zwischenzeit könnte das Parlament ja handlungsfähig sein. Da gibt es so diese interessante Variante, den Mindestlohn mal eben mit einer rot-rot-grünen Mehrheit zu verabschieden. Das ist Demokratie. Die Regierung bleibt so lange im Amt, bis eine neue gewählt ist. Das Parlament tritt wohl am 22. Oktober zusammen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für Europa, dass wir eine stabile Regierung haben. Und dieser Einsicht können sich Rote und Grüne auch nicht verweigern. Und bei den Grünen gibt es ja schon gewisse Abschmelzungsprozesse an der Spitze. Und ich bin mir sicher, dass Rot und Grün auch die Signale verstanden haben, die von den Wählern am Sonntag ausgegangen sind. Sie haben jetzt gerade so ein bisschen auf das neue Spitzenpersonal bei den Grünen, was sich ja noch finden muss, angespielt. Da hat sich ja heute ganz viel getan. Katrin Göring-Eckardt will an die Fraktion, Kerstin Andreje jetzt auch. Simone Peter aus dem Saarland möchte Parteichefin neben Cem Özdemir werden. Das sind alles Realos. Das würde doch diese schwarz-grüne Option wieder so ein bisschen mehr beflügeln, ne? Also es beflügelt zumindest die Bestätigung, dass der Weg von Herrn Trittin, Steuererhöhungsorgien durchzudrücken, wohl nicht mehrheitsfähig war und die Kritiker unterdrückt worden sind. Das ist ja auch ein Herr Kretschmann und ein Herr Palmer. Insofern müssen wir als demokratische Parteien erstmal auch offen sein, um mit Demokraten zu reden. Deshalb schließen wir ja auch Gespräche mit Grünen nicht aus. Aber die Kleiderordnung sagt, dass man erstmal mit der größeren Partei spricht. Das ist die SPD, die haben erstmal ihren Konvent. Und dann schauen wir, wie sie denn wollen dürfen. Das heißt also, Sie wollen sich jetzt nicht besonders dafür stark machen, so diese grüne Karte zu spielen? Ich mache mich dafür stark, dass möglichst viel Unionshandschrift nachher in einer möglichen Koalition dann auch durchzusetzen ist. Und deshalb schließe ich die Gespräche mit Rot und Grün nicht aus. Und man kann erst am Ende dann sagen, welches Tableau gut für Deutschland ist, wo die Union auch ihre Positionen mehrheitlich auch natürlich wiederfindet. Und da ersetzt, glaube ich, ein Fernsehinterview nicht die Verhandlungen hinter verschlossenen Türen. Die sollen Ihnen auch nicht genommen werden, aber wir wollen natürlich ausloten, wie im Moment die Stimmungen sind. Herzlichen Dank, Julia Klöckner, nach Mainz. Dankeschön.